Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeige ich euch ältere Aufnahmen, die noch aus unseren GoPro-Tagen stammen. Darüber hinaus gibt es wieder eine Menge Geschichte aus über einem Jahrhundert Firmenhistorie. Viele von euch lagen selbst, ohne es zu wissen, in den Kindheitstagen in einem der Erzeugnisse, die hier über Jahrzehnte hergestellt wurden. Was die Firma herstellte, wie sich das Unternehmen entwickelte und was heute daraus geworden ist, das und vieles mehr erfahrt ihr allesamt von mir in den nächsten Minuten. Abonnieren lohnt sich also, um in Zukunft keine weiteren Folgen wie diese zu verpassen. Und nun geht es rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die einstige Kinderwagenfabrik von Ernst Albert Nether, später bekannt unter dem VEB Zekiwa. Nether war waschechter Zeitzer und machte nach seiner schulischen Ausbildung eine Lehre zum Stellmacher. Ein Beruf, der heute immer seltener wird, denn Karren, Wagen und vor allem landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge werden heute kaum noch aus Holz hergestellt. Nach seinem erfolgreichen Abschluss ging er traditionell auf Wanderschaft und kehrte 1846 in seine Heimatstadt zurück, wo er die Stellmacherei seines Vaters Gotthelf Nether übernahm. Anfangs baute er typische Kutschen und Schlitten, aber auch die ersten Kinderziehwagen, Untergestelle dafür und Stuhlwagen für Kinder. Diese erfreuten sich mit Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts reger Beliebtheit. Zu dieser Zeit gab es eben keine Kinderwagen, wie das heute der Fall ist. Kinder wurden fast ausschließlich getragen oder mussten zu Hause sitzen. Vor allem die Kleinstkinder waren von diesen Erziehungsmitteln betroffen. 1852 stellte er seine Idee erstmalig auf der Leipziger Messe aus. Danach boomte der Markt. Nether gab das übrige Geschäft so weit als möglich auf, vor allem den Großwagenbau, um sich voll und ganz auf den Kinderwagenbau zu konzentrieren.
Seine Kinderwagen wurden zum absoluten Verkaufsschlager schlechthin. In ganz Europa wurden sie verkauft. Er warb in Zeitungen auf 6 Sprachen für verschiedenste Modelle und wurde infolgedessen zum Marktführer und die Stadt Zeitz über Deutschland hinaus zum Inbegriff der Kinderwagenindustrie, mit der sie bis heute eng verbunden ist. 1876 zog sich Ernst Albert Näther aus den aktiven Geschäften der Firma zurück und seine beiden Söhne Albit und Richard, beide später Kommerzienräte, führten das Unternehmen fort. Mit Ende des 19. Jahrhunderts war Zeitz ohne Kinderwagen undenkbar. Um das Unternehmen hatten sich etliche andere Firmen als Zulieferer gegründet, ein Wirtschaftszweig, der Zeitz Wohlstand und sichere Arbeitsplätze brachte. Am 5. November 1894 verstarb Ernst Albert Näther mit nicht ganz 70 Jahren. Bis zu seinem Tod wurden die Betriebsräume und Anlagen stetig erweitert und angepasst, sodass es beispielsweise möglich war, vom Reformkinderwagen, einem besonders beliebten Modell, in einem Katalog von 1896 100 verschiedene Modelle anbieten zu können. Auch die Mitarbeiterzahl stieg immens. 750 Beschäftigte zählte das Unternehmen um die Jahrhundertwende. Wenn man überlegt, dass man als, heute würde man sagen, Ich-AG anfing, ist das schon eine erstaunliche Leistung. Neben den beiden Söhnen hatte Ernst Albert Näther mit Anna und Helene noch 2 weitere Kinder. . 1905 entstand durch Albin Näthers Stiftung das Albin-Näthersche Volksbad in Zeitz. Da viele Bürger damals kein eigenes Bad hatten, nahm sich Albin dieser Problematik an. Das Volksbad ist übrigens bis heute noch in Teilen erhalten. Dazu stelle ich euch einen separaten Link in die Infobox. Um 1908 entstanden die hier gezeigten Gebäude, welche bis zuletzt den Firmensitz beherbergten. Außerdem besaßen die Näthers Verkaufsstellen in Berlin und in Leipzig sowie ein riesiges Anwesen, das ich euch in einem separaten Video zeigen werde. . 1910 ging das Unternehmen als Aktiengesellschaft an die Börse, überstand den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Vermutlich hatte man aber auch hier mit Personalmangel zu kämpfen. Oder die Arbeiter wurden durch Frauen ersetzt, was damals keine Seltenheit war. Wehrfähige Männer an die Front, arbeitstaugliche Frauen an die Arbeit. Ob es während des Krieges auch Beschädigung am hier gezeigten Werk gab, ist nur Spekulation, aber durchaus denkbar.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik beschlagnahmt, 1946 verstaatlicht und in den VEB Zekiwa, die Kurzform für Zeitzer Kinderwagenindustrie, umbenannt. Über die DDR-Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu Europas größten Hersteller für Kinder- und Puppenwagen. Zu Hochzeiten stellten etwa 2200 Mitarbeiter jährlich etwa 450.000 Kinderwagen und rund 160.000 Puppenwagen her. Außerdem produzierte man hier Lauflernhilfen, Kinderautositze, Hochstühle, Reisebetten und Laufgitter. Die Waren wurden international angeboten und fanden vor allem im Westen regen Absatz. In Westdeutschland übernahm beispielsweise unter anderem Neckermann etliche Modelle in sein Sortiment. Die Kinderwagen zeichneten sich durch äußerste Robustheit aus. Sie waren zusammenklappbar und in Einzelteilen separat verwendbar, voll gummiert, langlebig und preiswert. Es war keine Seltenheit, dass Eltern ihren Kindern später den eigenen Kinderwagen schenkten, wenn sie selbst Eltern wurden. Nachdem sich Deutschland Ende 1989 wiedervereinigte, verlagerte man Zekiwa ins Ausland. Das Stammwerk hier in Zeitz geriet in Vergessenheit und verfiel über viele Jahre. Später wurden große Teile weggerissen. 1996 sorgte man mit dem Abriss der alten Wirkungsstätte von Ernst Albert Nether persönlich für einen Eklat. Durch das schwere Hochwasser 2013 nahm das Stammwerk weitere starke Schäden. Heute befindet sich der einstige Hauptsitz dennoch in Sanierung. Zum Glück, denn nach Jahren des Verfalls ist nun endlich Schluss. Das Zeitzer Stadtarchiv bekommt hier genügend Platz, um auch hier in Zukunft über Nether und Co. berichten zu können. Zekiwa gibt es heute übrigens immer noch, aber wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Im Inneren der Anlage gab es leider nur sehr wenig bis gar nichts zu sehen. Viele leere große Räume, so gut wie nichts erinnerte an über 90 Jahre Kinderwagenproduktion. Aber ich konnte euch den Zustand vor der Sanierung mal zeigen. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten, und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr noch mehr verlassene Orte sehen wollt, dann besucht gerne mal unseren Kanal. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.